auch sogenannte Kinderläden gehabt und endlose Nächte über Erziehungskonzepte durchgestanden und was ist richtig und so, und dürfen die Kinder im Kinderladen, dürfen die da nackt rumrennen und sich also mit Farbe bemalen oder dürfen sie das nicht? Und wenn also irgendeins der Kinder so aufs Klo muss, ja, warum kann es dann nicht mitten unter den anderen da auf dem Töpfchen sitzen? Das sind doch alles nur repressive Mechanismen. Alle solche Dinge in dieser Richtung sind also viele gelaufen. Aber da gab es dann einen wirklich guten Spruch, der wirklich noch gilt. Bestimmt, wir haben also viel Literatur gelesen natürlich und Reich vor allem und solche Dinge. Und ja, hast du das verstanden? Ja, dann erklär es mir. Mhm. So, das war der eine Punkt. Der zweite war, ja, du musst das lernen. Ja, ich habe das gelernt. Nein, du hast es nicht gelernt. Doch, ich habe das gelernt. Ich kann es dir her sagen. Du hast es nicht gelernt. Wieso? Ja, du benimmst dich immer noch wie vorher. Ja. Da war also Lernen mit Verhaltensänderung verbunden. Ja. Das heißt, in diesem Fall, also darum sage ich, ich sehe da keinen Unterschied, ob wir hier nur irgendwie etwas akademisch diskutieren oder ob das jetzt eine Auswirkung hat, wie beim Apollinischen Torso von Rilke. Am Schluss, da ist kein Ort, der dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern. Und dieses Bewusstsein, es gibt zwar diese Fallbewegung und diese Zufälle, die einmal nach links und mal nach rechts schubsen. Aber irgendwann landet man an einer Stelle. Und da kann man sich dann vielleicht wirklich mal entscheiden und sich nicht nur geworfen fühlen. Und da kommt dann natürlich das Thema freier Wille. Wo sind wir wirklich frei? Was ist die Freiheit? Die Entscheidung? Ja, schon. Ich glaube, es gibt die Willen sind überhaupt nicht. Die Definition ist so nicht richtig. Naja. Es gibt keinen freien Willen, es gibt keinen Determinismus, es gibt irgendetwas, eine andere Entität, wo beide sind. Die Freiheit und die Unfreiheit. Hängt auch von der Stärke des Einzelnen ab oder von der Schwäche des Einzelnen. In welche Richtung man sich entscheidet. Jetzt. Da ist eine Wahlmöglichkeit, besteht die Wirklichkeit nicht. Also wir können es nicht entscheiden, weil wir nur einmal die Entscheidung treffen, ja? Doch, ich glaube schon, dass wir eine Entscheidung haben. Ob sie frei ist, das ist eine andere Entscheidung. Ja, doch, ich kann entscheiden. Ich kann entscheiden, ob ich aufgebe oder ob ich kämpfe in manchen Situationen. Ja, das ist nicht so. Das kriegst du aufgegeben von jemandem, der in deinem Inneren steckt. Und das Schicksal ist irgendwas. Ja, man kann es nicht wissen, deswegen musst du es offen lassen. Wir können nicht sagen, es gibt einen freien Willen, weil die Kirche das immer wieder postuliert, der Mensch ist frei, er ist schuldig, er ist sündig, das ist alles Quatsch. Zumindest hat er immer ein Motiv, das er nicht beherrscht. Ja, aber die Frage, gut, der freie Wille ist eine Sache. In der Physik sprechen wir zum Beispiel bei einem Pendel, das einfache Pendel hat eine Freiheit. Ja. Und dann gibt es also das chaotische Pendel, das hat 2 bis 3 Freiheiten. Ja, und es pendelt und wirbelt da hin und her. Das schauen wir nur nicht. Und da das nachzuvollziehen. Ja, bei 2 Freiheiten kann man noch relativ viel definieren. Und bestimmte Kurven und dergleichen. Aber bei sogenannten 3 Freiheiten, das heißt also mit 3 Gelenken in einem Pendel, das verhält sich, ja, chaotisch. Ja, wir können es nicht voraussagen, weil es so kompliziert ist für uns, ja. Aber natürlich weiß das Pendel schon, warum es das tut. Das glaube ich nicht. Naja, es kommt nicht so ungefähr, würde ich ja sagen, ja. Aber wenn du schaust, und das ist der Grund, warum wir eigentlich glauben. Dann hat die Beharrlichkeit am besten. Ja, aber es ist so kompliziert, du kannst ja nicht über Millionen von Molekülen auch nicht sagen, das macht es so. Das ist ja die
Boltzmannsche Theorie, ne? Also, das ist heute interessant. Ich meine, es ist, sag mal, kann es nicht mehr durchschauen und ist insofern nicht mehr unsere Welt, weil wir es nicht durchschauen können. Ne? Wir können Stück das würde ich nicht unbedingt als das Kriterium ansehen. Ja, aber die Menge ist schon wichtig. Ja, natürlich, die Menge, ich weiß nicht. Wie wir, da können wir nicht mehr durchschauen. Wenn man jetzt auf Molekülbasis geht oder auf atomare Basis oder noch eine Stufe tiefer, nicht, auf subatomare Basis, wie viele Teilchen sind in dieser Spitze von dem Fingernagel drin? Das sind ungeheuer viele. Aber wir brauchen gar nicht in diese Winzigkeit zu gehen. Es reicht ja, auf der Mikrobenebene zu bleiben. Und dann stellt man fest, hat jemand mal ausgerechnet, oder ich weiß nicht, ob die das gemessen haben, dass wir rein gewichtsmäßig mehr fremde Lebewesen in uns haben als Gehirnmasse. Ja, viel mehr. Rein gewichtsmäßig. Ja, sind wir also sowas von bevölkert. Und jetzt ist die Frage, sind wir bevölkert oder sind wir insgesamt einfach nur ein Vielvölkerstaat? Ja. Ja, aber wer ist denn die AfD jetzt hier von den ganzen Teilen? Ja, genau, wer ist es? Auch ein bisschen. Also, aber diese Definition, dass wir so bevölkert sind von Mikroben und Bakterien und ich weiß nicht, was noch alles für Würmer oder sonstiges in uns lebt, das ist nichts Ekliges. Wir könnten damit gar nicht leben, wenn sie das nicht da wären. Ja, aber es ist einfach die Vorstellung. Ja, und diese Vorstellung kommt vom Töpfchen sitzen. Vom Töpfchen? Ja, sagt er zumindest meint er. Nee, das ist Freud, das ist viel älter. Ja, ja. Und sein großer Gegner ist der Reich. Nein, das ist die falsch verstandene Reinlichkeitserziehung. Ja. Die also alles hygienisch, möglichst steril haben möchte, was sowieso nicht geht, aber ist egal. Aber je hygienischer und je steriler die Umgebung gemacht wird, desto weniger Immunabwehr hat man. Dann baut man die nämlich gar nicht auf. Das heißt, ein Minimum an Dreck ist einfach nötig. Krieg war natürlich jetzt nicht so ein Problem, weil ich in einem Land aufgewachsen bin. Das war für dich. Die Vorstellung in meinem Körper sind immer noch, finde ich jetzt nicht so. Also Gott, gut, trotzdem, egal. Das ist jetzt so meine Vorstellung. Andere haben Angst vor Spinnen, ich möchte das halt nicht so. Ja. Gut. Ne? Wir bleiben zusammen. Das heißt, die andere haben Angst vor Spinnen, die hast du doch auch. Das ist nicht so verschüttet. Ich komme ja viele Fälle. Nein, aber ich meine, das ist etwas, und ich glaube, ich sollte jetzt so ganz allmählich zum Schluss kommen, dass ich Ihnen empfehlen möchte, ein kleines bisschen mehr auf die Dinge zu achten, die in der Umgebung passieren. Und auf sich selber achten, was sie dabei empfinden. Und wenn sie dann wissen, was sie empfinden, einfach nur das festhalten. So ist es jetzt. Und dann kann man immer noch ein Stückchen weiter zurückgehen und sagen, woher kenne ich das Gefühl? Warum ist das so? Weil der sowieso mal das und das gesagt hat und dann klingelt bei mir das. Oder weil ich in der und der Situation also schlecht behandelt worden bin, mich schlecht gefühlt habe, dann deswegen das. Und, aber es kann auch sein, dass positive Dinge, die Sachen, die man einmal super gefunden hat, ganz toll, und dann will man die wieder machen und will natürlich wieder, dass dieses alte Erlebnis, dieses Gefühl, Glücksgefühl, Freude, was auch immer, wieder haben. Und das kommt nicht. Und dann wird das noch viel enttäuschender. Ja, schlimm sind doch die Dinge, wenn etwas manifest geworden ist. Das gilt auch für Beziehungen unter Ehepartner, wenn etwas manifest geworden ist,
wenn man nicht glaubt, so ist es jetzt oder ist auch nichts mehr zu ändern. Und das halte ich für ungeheuer schwierig. Verhaltensmuster. Das muss eine Erschütterung bedeuten, sonst tut sich da nichts. Da können Sie reden, wie Sie wollen. Man kann sein Verhalten ganz einfach ändern. Wirklich, wirklich sehr, sehr einfach, indem man sich klar macht, wir sind ständig im Fluss, wir sind ständig in Bewegung. Das ist doch Ihr Bandarin. Ja, ja, klar. Das heißt, und wir müssen auch akzeptieren, dass sich die anderen auch ändern. Und nicht so verhalten wie immer schon. Nicht, dass man da als 30-Jähriger nach Hause kommt und das Zimmer ist immer noch, das Kinderzimmer ist immer noch unverändert, mhm, und sagt, ja gut, ich wollte jetzt hier eigentlich nur für 3 Monate einziehen, bis ich irgendwas anderes habe. Ich tapeziere mal neu. Aber Entchen und Häschen hast du doch immer so gern gehabt. Hallo? Solche Dinge sind einfach eine Frage der Aufmerksamkeit. Ich hätte die Männer immer zu Hause bleiben, ne? Und sich zu Hause bedienen lassen. Was ist mit der Fraktion, die sich zu Hause gern bedienen lässt? Männer, oftmals, nicht immer, aber auch. Die gerne bis 30 Jahre. Sind die amputiert? Weiß ich nicht. Frage ich mich manchmal auch. Ja. Aber das gibt es ja schon häufig, oder? Ja. Nee, ist auch Bequemlichkeit wahrscheinlich. Ja, auch. Service. Aber ich meine, es ist bequem und wenn es gebracht wird, es hat sich bewährt. So, super. Beide sind glücklich, ne? Ja. Es hat sich bewährt, ja, ganz genau. Nein, aber das ist das ist wirklich das nicht nur ein Spruch, sondern da kommt man nämlich wieder in die Physik zurück. Ja, da, wo also die Klümpchen zusammengewachsen sind, zu einem, was weiß ich, zu einem Steinchen, und dann wird dieses Steinchen immer noch größer und irgendwann ist es ein Asteroid und irgendwann, ja, und irgendwann ist es also die Erde. Und dann dotzt dann wieder was ganz Dickes da rein und schlägt da was Großes raus, nicht? Und dann haben wir einen Mond. Und wie sagt Harald Lesch, wir haben einen so großen Mond, der steht uns dienstgradmäßig gar nicht zu. Ja, weil der ist einfach viel zu groß. Aber ja, er ist halt ein Teil der Erde. Und aber das sind einfach, ja, die Gravitation hat sich offensichtlich bewährt und deswegen gibt es sie noch. Andere Kräfte haben sich offensichtlich nicht bewährt. Und da schwirren halt noch so irgendwelche Mikroteilchen, von denen man nicht so richtig weiß. Man will sie nachweisen, man kann sie vielleicht nachweisen. Man hat riesige Tanks in die Felsen reingegraben. Neutrinos. Und ja, versucht also diese Neutrinos da zu finden. Und meint, man hätte einen Detektor dafür. Aber meines Erachtens ist das eigentlich ein Widerspruch in sich. Denn für einen Detektor brauche ich ja irgendetwas an Materie, das auf etwas anderes reagiert, damit ich einen elektrischen Impuls oder einen Lichtblitz oder irgendwas bekomme. Und dieses kleine Teilchen, dieses Neutrino, wird so deklariert, es ist so winzig klein, es geht durch alles durch und es wird von nichts abgelenkt. Ja. Schwache Wechselwirkung. Genügend Wasser, da hast du eine Wechselwirkung da. Ja, eine Masse an Neutrinos. Nee, am Detektor. In einer großen Masse hat man selten aber Interaktion. Und deswegen stellt man diese Detektor hin. Du detektieren kannst. Ja, aber die Definition Neutrino. Nee, die Definition ist nicht so, dass überhaupt keine Wechselwirkung hat, sondern selten. Man rechnet damit, dass es sie gibt. Ja. Aber man hat es sogar ziemlich sicher, dass es sie gibt. Der Ehrung ist ja dein. Ja, aber ich sehe diese Versuchsanordnungen, ja, so ähnlich wie also bei meinem Versuch, also das Higgs-Teilchen nachzuweisen.
das auch sehr lange gedauert hat, oder das dann einfach aufgrund von irgendwelchen Verhaltenssachen von anderen, nicht vom Higgs-Teilchen selber, aber von der Reaktion, die man dem Higgs-Teilchen zugeschrieben hat, und das hat man gefunden. Ja, das ist für mich die Situation, also da läuft etwas rum auf vier Beinen, so mit zwei Höckern, und das nenne ich ein Kamel. So, und jetzt kommt das Viech vorbei und, ach, ein Kamel. Ja, es ist immer die Frage, was, in welcher Reihenfolge wird etwas gemacht? Und das ist bei der experimentellen Physik oft so, dass man einfach eine Theorie hat, und wenn ich die experimentelle Physik richtig verstanden habe, will die nicht etwas beweisen, sondern sie will etwas falsifizieren. Und solange etwas nicht eindeutig falsifiziert ist, gilt es als brauchbare Arbeitshypothese. So ist es. Und je öfter das passiert, umso ja, etablierter wird es dann zur herrschenden Meinung. Ich meine, ich bin der Stellung, dass ich nicht eine Beweisperson war. Da war es nicht nur nichts falsifiziert, sondern nichts anderes. Das war ein wesentlicher Baustein für den Stand in der Standardmodell. Da war es keine Falsifizierung, sondern eben Bestätigung. Ja. Aber es danach kann man immer noch falsifizieren. Ja. Aber erstmal brauche ich Gründe dafür, dass ich das Standardmodell habe ich das jetzt verifiziert. Das sind ja alles noch Bestandteile. Da kann man noch weitergehen und irgendwann mal falsifizieren. Das sind ja alles noch Bestandteile vom Teilchen, so wie es genannt wird, den man so einigermaßen im Griff hat, was es ist. Wie ist es mit dunkler Materie und mit dunkler Energie? Da wird es ja wohl schöner. Das sind nur Platzhalter. Aber Platzhalter für ihn ist auch gar nicht. Jetzt wird es wirklich chaotisch. Nein, also diese Sachen, Thema dunkle Materie und dunkle Energie, sind im Grunde genommen so ähnlich wie die Konstante, die Einstein eingeführt, dann wieder abgeschafft und dann wieder eingeführt hat. Der böse Esel. Also das sind mathematische Hilfsmittel, mit denen man Erscheinungen versucht zu erklären, die anders nicht erklärbar sind. Also beispielsweise, warum hängt überhaupt eine Galaxie wie unsere oder auch irgendwelche anderen, warum hängen die so eng zusammen? Das bisschen Sterne, was da drin ist, kann es nicht sein. Da reichen die sagen wir mal, die Gravitationsgleichungen nicht aus, um das zu bestätigen. Wir brauchen noch irgendeine zusätzliche Masse, die da diese Gravitation hat. Wir brauchen eine Quelle für Gravitation. Oder, ja, okay. Und das ist dann halt die dunkle Materie. Ja. Und dann das nächste ist, warum expandiert das All immer weiter? Wer saugt denn da dran? Und das ist dann die dunkle Energie. So, ich hoffe, Sie nehmen ein bisschen was mit und sei es auch nur ein bisschen Spaß. Ja.